mit Kokosnuss schon brutal. Ja, aber brutal ist doch gut, oder nicht? What is it called? Kurtish Cola? Kurtish Cola! Kurtish Cola! So, you can choose two ice creams. Yeah, the vegan chocolate. And the black coral, huh? Amazing, you take it? I'll pay. Thank you. I'll pay. Thank you so much. What do we owe you? 9 bis 11. Ist ganz okay. Sag die Zahl, Mann. 4? Wusstest du, dass auf der Seite hier Buda ist? Auf der Seite hinter mir Pest. Zusammen ist es Budapest. Gestern einfach mein Weltbild zerstört. Ich würde hier dieses Kürtischkula auf schon 8 von 10 raten. Mittlerweile sieht es aber ein bisschen falsch aus, wie ich das abgegessen habe. Gelatil. Gelatil. South side of the Budapest. Freiheitsstatue under construction. Can you see it still? No, I don't see it. Ich versuche euch noch einen besseren View einzufangen. Erst haben die Sowjets den Ungarn geholfen, das Land unabhängig zu machen von den Nazis. Dann wurden sie selbst von den Sowjets unterdrückt und dann 1989 haben sie wieder ihre Unabhängigkeit erlangt. 200. Excuse me, it's no video. Thank you. No video. I'm from Germany. Schönen guten Tag. Thank you. Schönen guten Tag. Diese. You're too crazy. I'm not gonna bet my money. Wandertag. And which zone would you like to start in? Alright, this is the start number for tomorrow. Gestern haben wir herausgefunden, dass hier der Marathon läuft. Heute konnten wir uns gerade noch anmelden. Amazing. Ja, Mann! Also wir haben eigentlich nur das, also da ist so eine Kürbissuppe, da ist so ein Tofu-Omelette, richtig geil. Das ist so ein Gyros-Teller. Das ist was für dich, ja. Das ist so ein Kohl. Kann ich von allem irgendwas haben? Ja, das meinte sie auch. Sie meinte, man kann das für 39 nehmen, das ist von allem. Ja, das Vegan Delights. How do you like? Auch dringend neue Jogginghose für die Farm. 2-3 Wochen, jetzt wird einfach viel zu kalt, bin ich darauf vorbereitet. Es gibt bestimmt noch beeindruckendere Sunset-Spots in Budapest, aber das hier, das ist unser. It's nice. What a fight with the fucking Hose finding. Alright, weil das so spontan ist, morgen checken wir schon aus, packe ich jetzt schon mal meine Tasche vor. Ich nehme die große Weste statt der kleinen. Oh, Dreckbeschirm. Weil hier der Selfie-Stick, der Kamerastick einfach besser dran hält. Obwohl die andere eigentlich besser geeignet wäre, aber das ist der Grund tatsächlich. Hier sind 8 von den Swordstick-Kapseln, 2 Lion's Mane Mushrooms, falls ich irgendwie rumeiere vom Kopf her zwischendurch. Das will ich mal probieren, hier einfach so ein Kinder- trinkpüriertes Obstpäckchen statt irgendeinem Gel oder so, einfach weil es auch natürliche Zutaten sind, 100%, ne? Aber ich nehme 1/2 Liter Wasser mit, obwohl es Verpflegung auf der ganzen Strecke gibt, du weißt ja nie. Und ich trinke eigentlich immer relativ viel und das war's auch schon. Rest, ich snack zwischendurch mal vielleicht eine Banane, halt alle 3 Kilometer an, falls mir das Wasser knapp wird, und trink mal so einen Becher, 160 Milliliter. And that's it. That's it. Checke jetzt gerade, wo es irgendwo Anstiege oder sowas gibt. Die haben ja so ein Video hochgeladen von der ganzen Strecke. Das ist ganz nice mit den Verpflegungsstationen und so weiter. Ist relativ
langweilig am Anfang. Die ersten 12 Kilometer rennst du eigentlich einmal im Kreis, dass du die Leute abholst, die beim 30-Kilometer-Segment starten. Es gibt irgendwie noch eine zweite Gruppe, die nur 30K machen. Und dann rennst du hoch die Donau an dem Aussichtspunkt vorbei, wo wir heute waren. Buda Castle sind wir essen gewesen. Und dann an dieser Insel vorbei hier hoch, ein bisschen durch Plattenbau. Aber einmal über die Insel drüber, das ist ganz nice. Aber dann ist auch schon der Umkehrpunkt wieder hier über die Brücke drüber und zurück. Also nicht zu crazy, nicht zu viele Anstiege. I will make a good run tomorrow, I think. Will be fun. Ich packe jetzt noch meinen restlichen Koffer, weil wir morgen, wie gesagt, schon auschecken. Und dann packe ich auch meinen Drop-Off-Bag, wo dann mein Pullover und sowas drin ist, den ich dann anschließend anziehe, damit mir noch kalt wird. Und das war's dann auch schon, ne? Ich lade jetzt noch die Kamera und dann sehen wir uns morgen, Junge. You regelt. Some Haferflocken, some Zitrone, some Water, some Banana und some Bier. Bis später. Bis später, Mutti. Ganz, ganz viel Spaß. Digga, gestern herrlichster Sonnenschein und heute, Mann, Alter, geht's ja richtig ab, Mann. Ein Moment, wo ich mir noch mehr den Arsch trete, dass ich die Hälfte meines Rucksacks in Athen vergessen habe in dem Airbnb. Darunter auch mein langes Running-Shirt, was ich auch für den Ultra-Marathon dabei hatte. Das hätte ich heute gern getragen, aber jetzt habe ich in fürstlicher Manier das T-Shirt an von dem Budapest-Marathon. Das ist auch das einzig funktionale T-Shirt, was ich habe. Die anderen sind ja alle aus Baumwolle und ich denke, die kleben heute noch viel ekelhaft an mir. Das ist nicht so nice, weil es nochmal extra kalt ist. Morgen in Slowenien, beziehungsweise heute Abend, habe ich hoffentlich schon die Regenjacke. Habe mir da eine bestellt und dahin geschickt, zuzüglich zu anderen T-Shirts. Aber jetzt laufe ich erstmal zu der Startlinie. Das sind 2,5 Kilometer, bevor ich mit dem Bus eiere. Und der dann noch zu voll ist und so weiter und das irgendwie Stress macht, dass ich dann doch irgendwie zu spät komme, keine Ahnung. Laufe ich jetzt entspannt eine halbe Stunde darüber. Und kann ein bisschen die Morgenluft von Budapest genießen, ne? Bis gleich, Mann. Warten Wetter, Junge. Da hinten geht's lang an der Donau. Bis zur Buda Castle, da hinten noch ein Stück weiter. Ein Schlenker und wieder zurück. Da ist das Zentrum von dem Marathon. Hier seht ihr auf der Seite. Ja, ja, ja. Bin ich mal gespannt hier, wie wir frieren nachher. Ich freue mich auf eine Sache und das ist, dass ich nicht so drüber nachdenken muss, wo es lang geht. Bei den meisten Runs, die ich ja mache, zücke ich irgendwann mein Handy, gucke auf die Karte und checke, welchen Weg ich gehen muss. Das bringt mich immer ein bisschen raus. Das ist vielleicht der Vorteil, weil du hier einfach nur hinterherlaufen musst. Auf der anderen Seite, ich glaube, ich hatte schon mal gesagt, habe ich eigentlich gar keinen Bock, mit so vielen Leuten zu rennen. Gerade bei so einer öden Landschaft, mehr oder weniger öden Landschaft. Aber ich denke, es ist eine tolle Möglichkeit, die Stadt irgendwie doch von einer anderen Perspektive aus zu sehen. Und ich nehme die Erfahrung einfach mit. Ein Straßenmarathon muss man ja mal gemacht haben, ne? Hilft ja nichts. Also ich liebe so eine breite Vielfalt an Menschen, mal so viele auch ältere Menschen, so über 60, die sich das einfach mal hier zutrauen. Finde ich so inspirierend. Und Menschen, die einfach auch einen Scheiß drauf geben, wie schnell sie ankommen, weil sie einfach nur ankommen wollen. Weißt du, einfach Moodies, die zusammenlaufen und sowas. Killer. Erinnert ihr euch, wie es war in Estonia? 20 Leute, das war's hier, richtige Messe aufgebaut, das ist so schön. Mit der Spirit so geteilt wird, man. Sehr schön. Mal ein paar neue Laufschuhe kaufen hier, ne? Ich ziehe mich gerade rum und wünschte, ich könnte euch hier in der Männerumkleide den süßen Geruch von Pferdesalbe weiter durch die Kamera geben, aber den kann ich genießen heute. Danke. Digga, hier wird sich aufgewärmt. Ja? 25 Minuten geht's los. Ich versuche jetzt noch mal ein bisschen warm zu bleiben in der Umkleidekabine für 5 bis 10 Minuten. Dann wärme ich mich auf und gehe dann zur Startlinie. Ich schalte jetzt in den Modus um, den ihr so kennt. Bis gleich. The
Nice bag. Was geht hier los, Junge? Der erste richtige Anstieg hier, Junge. Jetzt trennte sich die Spreu vom Weizen. Mindjárt itt egy frissítő, meg, de te is oda, meg a többiek is. Ecuador fanatik, nagy titkai. Scrambled legs, jó? És az SNT 1-es csak... Digga, jetzt ein Cheeseburger. Bei McDonald's. Hola. Hola. Was ab, Guys? 33 Kilometer, aber die absoluten Krieger, Digga, sind da drüben. Wir kommen ungefähr bei 5 Stunden dann an später. Haben sich das einfach als persönliches Ziel gesetzt, Digga, eigene Grenzen zu überwinden. Und das ist so inspirierend, Mann. Das ist so geil. Hier der Rave. Thank you guys. Geil, man. Almost there. 38. Mach einfach ein bisschen Sightseeing. Hier Buta Kassel. Da vorne ist die Freiheit. Statue da oben und 2 Kilometer noch, Digga. Dann sind wir drauf. Almost there. Almost there. Of Slovenia, Mario Greco of Italy.
Awesome run, my friend. Thanks, man. Well done. Thank you, thank you. Thank you very much. Thank you. That's good, thank you very much. Ich bin sicher, dass Udo das auch endlich sein mit dem klassischen Planen. Das ist ein Planeten. Yo, we made it. Jetzt haben sie schneller aufgehört. Ich warte schon seit anderthalb Stunden. Wie der stolze Alman, Digga, ziehe ich die Medaille heute nicht mal zum Schlafen aus. Wir sind ja schon ausgecheckt, deswegen ziehe ich mir jetzt nur noch meine Unterwäsche um. Dann gehen wir Pizza essen, ja mal. Und dann fahren wir per BlaBlaCar auch schon Richtung Slovenien. Thank you so much. What is this? Oh, this is what is this? GoPro camera. Like not a GoPro, but it's an Insta 360. An action camera. Action camera for running. I have like a gourd I can put it here and run. You can check this like body control. Yeah, it's like for diving as well. No, somebody check this if it's a metal, you know. Like this. It's a good product here. I'm very happy. Okay. You guys have been real gentlemen. Thank you so much for the drive. You have a nice time, Mr. Vidal. Enjoy. Thank you so much. It was my pleasure to drive with you. Thank you so much. Check the Postojna cave, the biggest second world in cave in the world. Postojna cave. Oh, yes. And Lake Bled. Lake Bled, I've been there. Yes, but we have to go. Yeah, thank you so much. Take care. Thank you guys. Have a safe drive. Bye bye. All right. Luca, so nice to meet you. Thank you so much for picking us up. That is okay. All right. No, you can. All right.